Es geht mal wieder um diese 1000 Euro. Special Guest, der eingeflogen ist, Mike Model Goalkeeper. Alles gut, Bro, alles gut, alles gut. Im heutigen Video messen sich über 20 Top-NLZ-Talente von RB Leipzig, Hertha BSC Berlin, Fortuna Köln, Freiburg und einer von Twente aus Holland. Natürlich geht der Gewinner nicht leer aus, er kriegt 1000 Euro. 1000 Euro sind im Pott und ich könnte das Format natürlich nicht machen ohne meinen Co-Kommentator Greginho. Applaus für Greginho! So. Danke euch. Greginho, danke. Was sagst du zu heute? Die Jungs sind unfassbar, obwohl unentdeckt oder entdeckt schon im NLZ. Das ist wirklich Qualität. Auf jeden Fall lasst gerne ein Like da, wenn ihr das Format feiert. Und ihr wisst Bescheid, schreibt gerne, welche City wie als nächstes kommen sollen. Wisst Bescheid, Finale abchecken, würde ich sagen, let's go. Gio gegen Fares, Königstein gegen Freiburg. Und Freunde, Regeln sind klar, 1 gegen 1. Noch kurz, einmal schnell, Name, Alter, Position, für welchen Verein spielst du? Also ich heiße Giulino Gregorio, ich bin 14 Jahre, ich spiele bei SC Freiburg und Position ist 10er, 8er, sowas. Jungs, könnt ihr mal bitte einen Applaus geben für sie? Stark, stark, stark. Und dann auf der anderen Seite, Grego, mach mal die andere Seite hier. Auf der anderen Seite haben wir... Freunde, haben wir Fares, du spielst im Taunus, ne? Ja, er ist nach Königstein und Imsteiger. Okay. Alright, auf ein faires Spiel nochmal Applaus. Let's go. So Leute. Und heute habe ich noch einen Special Guest, der eingeflogen ist, Mike Model Goalkeeper. Was geht ab? Bro, sehr, sehr cool, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, du wirst Bro. Im Tor sein mit anderen Torwarten. Was sagst du? Wie wird's heute? Guck mal, die Tore sind etwas kleiner, ne? Deswegen haben die Spieler auch ja, etwas härter. Aber nichtsdestotrotz, Bro. Ja, wir geben Gas. Wieso können die Torhüter keine 1000 Euro gewinnen? Nächstes Mal, Torwart-Battle, okay? Okay. Alright. Alright, so ihr könnt. 3, 2, 1, go! Vamos! Bist du mitlaufen? Oi, 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 stark. Ist noch heiß, ist noch drin, ist noch drin. Alright. Du kannst ein bisschen mehr über sie erzählen. Du hast sie auch entdeckt. Ja, SC Freiburg. Hat dieses Jahr auch Nazio-Lehrgang gemacht. Verteidigt er gut, hat es aber schwer. Ich glaube, der Gegner ist 3 Jahre älter, geht da gut vorbei. Und stark. Applaus für die beiden. Greginho, wer sind die Nächsten? Ali Yildiz. Ali Yildiz, der Namensvetter von Kenan Yildiz, der jetzt übrigens bei Juve ist, Leute. Gegen Levar Nasir. So, mi gente, auf jeden Fall, ich bin hier mit Levar. Er hat eine sehr, sehr spezielle Story. Er hatte Krebs. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, dass du den Kampf auf jeden Fall gewonnen hast. Bleib weiter stark und ich hoffe, das kann dich ein bisschen motivieren, okay? Gib weiter Gas, Bro, ja? Let's go, ihr könnt loslegen. Go! Wie du sagst schon. So, macht das über die rechte besser, Seite kommt der Schuss. Aber gut gehalten, Ball ist aber noch drinnen. Ball ist noch drinnen. Ah, verspringt ihn dann zu weit. Ist aber auch schwer gegen Modern Goalkeeper. Okay, go. So, oh, geht da gut vorbei und macht ihn. Stark. So Leute, und ich will es einfach nochmal erwähnen, ne? Es geht wirklich nicht um 100 Euro, um 200 Euro. Es geht mal wieder um diese 1000 Euro. Ja. Also Leute, dranbleiben. So, okay. Wen haben wir? Alex, der Nächste. Gegen Baran. Baran. Büyük Arslan. Twente. Twente auch schon lange Abonnent. Bin ich gespannt. Also, als erstes Alex Piric vom TuS Kvetten. Das ist das Oberliga. Okay, rechts der Cut. Wann kommt er? Und der Schuss, aber gut gehalten. Stark pariert, ja, vom, ich glaube, Fortuna-Keeper. Also Victoria Köln-Keeper. Ja. Timi, auch ein starker Mann, auch Grip-Mod-Athlet. Ja. So, also jetzt Baran. Jetzt Baran. Der Zehner ist nervös. Ja. Ist schon lange Abonnent. Ich würde es ihm sehr, sehr gerne. Ball ist noch heiß. Ball ist noch heiß. Er resettet, er resettet. Op. Danke dir, dass du dabei warst. Vielen Dank, Alex. Aboudi spielt gegen Aliyev Nahid. Drei, zwei, eins und go! So, Aliyev hier vereinslos, aber ein Skiller, wir haben es schon gesehen. Guck mal, wir blenden jetzt gleich mal hier oben Highlights ein von dem Jungen. Der ist auf jeden Fall richtig gut. Dol Aboudi macht das ganz easy. Ist mir auch aufgefallen übrigens, bei einigen U15 oder U14 Turnieren, glaube ich, war das. Also der Mann hat auf jeden Fall Skills. Step up. Was. Macht das Ganze. Da haben wir den Skiller. Sehr, 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 sehr stark. So.
Greginho, da so, gehst du auf. Meshak von Fortuna Köln. Fortuna Köln gegen Alicia. Alicia, okay. Unseres Alicia. Zweites Mädchen. Okay, ihr könnt auf 3, 2, 1, go! Fight! So. Nervös okay. Hier. Uff. Okay. Na, hat man gesehen, körperlich natürlich ganz klar überlegen, der Meshak. Ihr könnt auf 3, 2, 1, go! So, jetzt Meshak die Armbeit. Rechts Übersteiger links. Macht er ihn. Und da ist das Tor! Stark gemacht! Oh mein Gott! Bless. Aber ey. Auch wirklich Props an das Mädchen, sie war wirklich sehr, sehr stark. Als nächstes haben wir Joey von Carl Zeiss Jena gegen Anwar von Fortuna Köln. Also, 3, 2, Fight! Go! Go. Okay. So, Meshak. Nee, das ist Anwar, das ist Anwar. Anwar, oh. Stimmt. Anwar, war aber gut. Muss den rausspielen. Ja. Ja, der war da war schon einmal aus. 3, 2, 1, go! Okay. Schwieriger Ball, aber er bleibt drin. Boah, gut gemacht. Geht rechts vorbei. Jetzt natürlich ein enger Winkel. Kann er sich drehen, aber setzt halt super den Körper stark. Ein. Und kommt der Schuss. Da ist der Schuss, das ist das Tor. Stark. Stark gemacht, stark gemacht. Ich danke dir. Er ist auf jeden Fall ein krasser Fußballer. So, wer sind die Nächsten? Ahmed. Ahmed. Gegen? Fortuna ich sag Köln. Nur Young AI. Yes. Let's go. Ja. Wildes Battle jetzt hier. So. Wildes Battle. Kenne ich auch vom Bundesliga-Turnier. 3, 2, 1, go! Fight! Geht da links vorbei. Schön. Boah, was der Kicker. Oh, er täuscht an und direkt rein. Okay, go. Also, aber das ist auch Straße hier, ne? Da geht's voll auf die 12. Aber trotzdem Applaus hier für die Partner, Jungs, für das geile Battle. Sehr, sehr geiles Battle. Erzähl uns, was passiert in der Runde. Keine Ahnung. Ich sag so. Ja, ich sag so. Wäre der Torwart nicht rausgekommen, wäre da zu 100% drin. Egal. Okay. Nächste Auslosung. Kasim Burada. Gegen Sally. Sally. Drei, zwei, eins und go. Fight! Okay. Jawohl. Okay, Kasim, wieder enge. Okay, aber. Er ist halt so klein, aber komplett verskillt, so wie man die Marokkaner kennt. Ja. Eieieiei. So, er kann es jetzt fertig machen. Okay, geht über links. Der wird der oh, das ist Tor! Aber ey, Männer, gib mal bitte Applaus. Wir haben noch Kayum Nazari gegen Ali es Salman. Es gibt ein Berliner Duell. Ein Berliner Straßenduell. 3, 2, 1, go! Fight! Schön gemacht. Schön mit links, ne? Schöner Skill. Schön, da gut ab. Starker stark Cut. Gemacht. Und der Schuss. Sehr, 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 sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Digga, das war. Das war sehr, sehr crazy. Go! Go. Okay. Links, da kommt der Cut. Und. Okay, keep up. Da ist es. Also, Applaus für die beiden. Sehr, sehr gut, beide. Sehr, sehr gut. So, also Leute, es wurde jetzt per Zufallsprinzip nochmal ausgelost von all denen, wo ausgeschieden sind, weil es ging sonst nicht auf mit Luigi. Es wäre unfair gewesen, wenn er schon weitergekommen ist. Jetzt, Livar, du hast nochmal die Chance. Wie gehst du rein? Motiviert. Sehr gut, Bro. Und auf der rechten Seite Luigi. Luigi, was wird deine Taktik sein hier? Einfach versuchen, mit Tempo vorbeizukommen. Tempo, die ersten Schritte, die sind's. Und ich würde sagen, Handshake, let's go. Handshake, Jungs, und Maus. Fight! So, wer holt sich hier die 1000 Euro? Dann kommt der Katz. Levar macht das gut. Ja, er verteidigt sich sehr, sehr stark. Ja. Von der Position bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ganz easy. Gut gemacht, Levar. Ihr könnt, let's go!
War. Rechts, links, rechts. Körper finden. Oh, ist noch heiß. Mach den rein. Und der ist drin. Stark und lieber. Eieiei. Kommt hier einfach weiter nochmal mit der Wildcard. Ey, fetten Applaus. Gib mal Applaus hier für ihn. Sehr, sehr krass. Luigi, auch gut gemacht. Sehr, sehr gut. Lieber. Gut gemacht. Congrats. So, also, next round. Meshak. Gegen Ali Yildiz. Yildiz. Intensives Duell. Let's go, Männer. Bro, ich wollte es dir einfach nochmal zeigen hier. Es geht wirklich nicht um 100 Euro, ne? Ja. Es geht nicht um 1000 Euro. Ja. Ja, ready? Ja, ich bin sehr ready. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mike, was Bro, sagst du bislang? Ich will das Geld auch. Meshak. Man like Meshak. Kongo, glaube ich, oder? Ja. Wie gehst du in das Ganze rein hier? Mit Übersteiger. Sehr gut, sind wir gespannt. Mal schauen, ob er sich die 1000 holt. Go! Fight! Ja, ja, ja. Oh, was ein Tor! Was ein Tor von Meshak. 3, 2, 1. Vamos, let's go! Ali muss jetzt treffen, der Mann hat Druck. Er ist doch oben! Okay, der Ball ist aber noch nicht im Aus! Es ist so verschwitzt! Achtung, Männer, kein Foul, fair bleiben! Alle gute Skills, er ist ja, wie du gesagt hast, die Nummer. Nummer 10 bei FSV Duisburg in der Niederrhein-Liga. Aber Meshak haut den Ball weg und das heißt, Applaus hier für beide. Meshak ist also eine Runde weiter. Meshak, Ali. Cool, dass du dabei warst. Sehr, sehr gut, Männer. Schack. Sehr gut, Meshak. Hello, darkness, my old friend. Sehr gut, Meshak, ganz kurz zu der Runde. Übersteiger. Also, Übersteiger ist the key. Bester Mann. Ich komm mal hoch hier. Es ist der effektivste Skillmove. Lass mich in Ruhe, Mann. Bist du ein scheiß Loser, weißt du das? Haben wir jetzt den Synchronsprecher, meine Damen und Herren? Auf jeden Fall, wir machen weiter. So, wer sind die nächsten Kandidaten, meine Damen und Herren? Wen haben wir? Los in Osan. Sali. Und spielt gegen Baran Twente. Applaus für die zwei Männer hier. Aslan. Drei, zwei, eins, go. Vamos. 3, 2, 1, go! Go! Fight! Okay. Was macht Sali? Geht links vorbei mit dem Abschluss und Simeon! Hey! Simeon! Komm mal her, Mike. Ganz kurz. Leute, das ist übrigens ein Athlet von Mike. Was sagst du dazu? Simeon ist stark, Bro. Der hat solche lange Beine und er geht so gut in den Block. Bro, überragend. Ja. Macht er gut, muss ich sagen. 3, 2, 1, und go! Box. Oh, der Schuss, oh, da ist er drin! Oh Gott, nein! Sali, stark, Mann. Ganz kurz, Sali, woran hat's gelegen? Er war einfach besser, so. muss man sagen. Aber er hat eine super Leistung heute gebracht. Und hier rechts, Baran, was war der Schlüssel? Ja, hart arbeiten, ja. Weiter kämpfen, okay. Nicht aufgeben. Wie kriegst du eigentlich so ein gutes Dribbling? Ich mache Einzeltraining. Und ich gehe selber auf den Platz. Das ist ein Stichwort. Also immer mehr machen als die anderen. Und ich würde sagen... Auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Let's go. Also, Levar, unsere Wildcard, beziehungsweise hat sich zurückgekämpft gegen Aboudi, RB Leipzig. Go. Fight. Oh, da kommt der Fake. Oh, wie frech. Aus, wie frech. Einfach das haben wir noch nie gesehen. Ja, haben das wir ist echt gut. Noch nie gesehen. Das ist 3, 2, 1, go. Budi. Geile Step was und schiebt ihn locker ein. Schiebt ihn locker ein. Props. Top. Da haben wir die Klasse gesehen. So, und wir sehen uns bei den nächsten. Ahmed gegen Kayum. Kayum. Männer, good luck. Nochmal Handshake beide. Sehr gut. Fair play. Steht natürlich an erster Stelle. Also. Fight. Jetzt hier die Männer. Oh, Tennis, rechter Kant stark. Und er schiebt ihn ein. Schiebt ihn ein. Das war aber gut. Ja, sehr, schöner sehr gut. Übersteiger. Das Ding ist halt, er kommt wirklich mit Tempo. Macht den Übersteiger sehr, sehr sauber. So, und wir machen hier direkt weiter. Weiter, Männer. Onko. Kayum Nazari. Er kämpft um alles. Der ist noch drin. Oh, schon mit der Bande da. Oder kommt der? Und jetzt kann er ihn ins Aus. Der ist immer noch nicht draußen. Oh mein Gott, was ist das für ein Battle? Was ist das für ein Battle hier? Und der Ball ist weg. Oh, ja, ja. Mal Applaus für die zwei. Applaus, Männer. Boah,
sehr, sehr geiles stark. Battle. Sehr, sehr geiles Battle. Ja, Junge, sehr, sehr gut gekämpft, Bro. Sehr, sehr gut gekämpft. Jena gegen Gruppenliga. Let's go. Let's go. Vamos. Fight! Joey. Oh, rechts, links, Cut. Ball ist noch heiß. Sehr, sehr intensiv. Okay. So, Fares ist tatsächlich eine Wildcard bei uns gewesen. Spielt bei Königstein. 3, 2, 1 und go! Königstein im Taunus, Innenverteidiger aber. Oh, rechts der Cut, kommt der Abschluss. Oh, in den Winkel! Oh mein Gott! Joey, stark, Junge. Fares, Maschine. Stark gemacht, ey. Sagen, nächsten Spieler werden ausgelost. Nächste Runde. Als erstes Baran Twente gegen Ahmed. Okay, Baran Ahmed. Geiles Battle. Ja. Fight! Let's go. Baran gegen Ahmed. Baran gegen Ahmed. Aber hier ist Feuer drin. Also ich sag, hier ist viel, viel mehr Feuer drin. Ohne Foul, ohne Foul. Hier ist viel mehr Feuer drin als in München. Ja. Boah, das sind gute Aufnahmen, ey. Das sind gute Aufnahmen. Und jetzt kann Baran das Ding zumachen. Er kann es zumachen. 2, 1, go! Baran gegen Ahmed. Geht rechts vorbei. Geht vorbei. Kommt der Schuss. Und er macht ihn! Und guck dir das an. Das sind Emotionen, meine Damen und Herren. Das sind Emotionen. Ja. Sehr, sehr stark. Aber auch Ahmed, sehr, sehr stark. Mesha gegen Aboudi. Let's go. Vamos. So. Leipzig gegen Fortuna Köln. Wir sind gespannt. Fight. Was macht der Schein? Stark. Aber Aboudi sagt locker easy. Letztes Jahr Torschützenkönig in der U15 Regionalliga. Jetzt hier beim 1 vs 1. Und go. Go. Oh, geht rechts vorbei. Oh mein Gott. Aber Ball ist noch heiß. Ball ist noch heiß. Oh, geht vorbei. Oh, und der Treffer, oh mein Gott! Ganz kurz, aufgrund von Zeitgründen, die Halle schließt gleich. Alles haben wir jetzt eine Wildcard gegeben für Fares. Der ist im Halbfinale automatisch, aber die zwei Verlierer dürfen jetzt hier nochmal in den nächsten Halbfinalspot spielen. Okay. Drei, zwei, eins. Pusht euch, Männer. Go! Fight! Geht da durch. Oh, der Save von Simeon. Simeon safe. Und wir machen direkt weiter. Ihr könnt 3, 2, 1, go. Meshak gegen Ahmed. Topscorer. Der ist falsch her. Unverwesselt. Schön gemacht. Oh, mit der Bande. Die Bande mit. Und er macht ihn durch die Beine. Das sind Emotionen. Boah, sehr, sehr stark. Wir sind schon ein bisschen durch hier. Let's go. Also, Ahmed. Kann er klären? Oh, das war's. Das war's. Also, wir haben den nächsten Halbfinalisten. Ja, das ist echt verdient gehabt. Ahmed, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und Meshak auch. Sehr gut. Jungs. Sehr, sehr gut. Ich hätte mich gefreut, weil ich anstrengend. Okay, Halbfinale. Let's go. Wir haben Meshak, Baran, wir haben Aboudi und Fares. Mike im Tor natürlich. Modern Goalkeeping am Start. Und ich würde sagen, ohne viel Schnacken, wir legen direkt los. Halbfinale. Vamos. Macht einfach Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, die zwei. Okay, genau. Fares ist tatsächlich eine Wildcard gewesen. Er hatte sich über einen TikTok Gewinnspiel eingeholt. Das war eine Erfolgsstory, würde ich sagen. Gegen Aboudi, auch schon eben bekannt von einigen Bundesliga-Turnieren. Der Mann ist ein Baller, sehr, sehr schneller Ball, hat man vorher gesehen. Ja, es wird ein geiles Battle, geiles Halbfinale. Okay, ich würde sagen, 3, 2, 1 und go! Vamos. Aboudi. Let's go! Fight! Yeah, Übersteiger gut, kommt der Abschluss und ich schieß. 3, 2, 1, go! Oh, okay. Schickt ihn da den Ball.
Was? Körperlich, Abudi bleibt dran, aber Fares, über die, dann mit der Bande, kannst Abudi klären. Fares aus Königstein, was macht er? Harry Kane, Mann, geht vorbei und das war's. Fares, Applaus, einmal Applaus für Fares, komm! Leute, also wir haben auf jeden Fall erster Finalist, Abudi, RB Leipzig. Meschak, Fortuna Köln gegen Twente. Auf geht's. 3, 2, 1, go! Oh. Let's go. 3, 2, 1, go. Fight! Okay, und wir gehen rein. Versucht dann das Skill zu. Ohne Hände, Hände weg. Boah, da geht's zur Sache. Nicht verletzen, nein. Okay. 3, 2, 1, go! Oh. Halbfinale, Baran gegen Meschak, Twente. Rechts, links, rechts, cut! Und macht Baran. Und er macht ihn! Er macht ihn! Sehr, sehr stark. Leute, das wollen wir sehen. Der Mann spielt nicht umsonst bei Twente. Baran, wie war's für dich? Halbfinale? Geil. Eigentlich Finale. Das will ich auch gewinnen. Sehr gut. Bei dir ganz kurz ein paar Worte, Meschak. Ich bin zufrieden. Ja, kannst du stolz sein. Auf jeden Fall, top, top Leistung. So, mi gente, das grande Finale. Wir haben zum einen auf der linken Seite Baran von Twente. Baran, ganz kurz. Dein Puls, zeig mal hier. Bist du angespannt? Ja. Ja, ein bisschen zittrige Hand. Leicht. Wie wirst du jetzt ins Finale reingehen? Ich werde alles geben und das Geld nach Hause bringen. Ich werde gewinnen. Alles geben, um zu gewinnen. Für Baba. Und auf der rechten Seite Abudi. So, Abudi, RB Leipzig. Du hast bis jetzt eine geile Leistung abgeliefert. Und ich hatte es schon angesprochen. Letztes Jahr hast du eine sehr geile Leistung gezeigt in der Regionalliga. Was ist jetzt dein Plan? Wo spielst du jetzt? Erzähl mal kurz. Bei RB Leipzig, Regionalliga. Ja. Welche U? U16 jetzt. Kommst du jetzt in die U16? Genau. Was ist deine Taktik? Einfach mutig sein und gewinnen. Fertig. Okay, wie immer. Okay, Männer. Freunde. Handshake. Let's go. Grande Finale. Also 2009 gegen 2008. Ein Jahr jünger. 2009er, der hier ins Finale kommt. Ein absolutes Juwel, würde ich sagen. Zwei Durchgänge, wer mehr Tore hat, mit Nachziehen. 3, 2, 1, go! Go, Finale, vamos! Fight. So, Baran, Twente Zocca. Oh, geht rechts vorbei. Stark gemacht. Oh, Abudi will da ihn nicht durchlassen. Also, es sind zwei Löwen. Oh, jetzt kommt der Schuss! Oh mein Gott! Nächster Durchgang. 2, 1, vamos! Go. Okay, so, was Abudi macht er? Guter Touch da. Rechts, links, rechts, rechts. Und das hat. Oh, aber. Ball ist weg, Ball ist weg, Ball ist weg. Baran kann den Sack jetzt zumachen. Er kann ihn zumachen. Ganz kurz einmal den Puls, Baran. Baran, was würdest du machen? Was müsstest du machen mit dem Gewinn? Erstmal Hälfte an meine Familie geben. Irgendwann. Dafür, dass sie mich immer unterstützen. Okay, okay, alright, alright. Also. Einmal hier für die Kamera. Schau mal, genau. Guck das mal an. Ohne meine Familie wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Willst du mal riechen? Richtig. Lecker, lecker, lecker. Also, mi gente, grande Finale. Vamos, vamos, vamos. Wenn du jetzt triffst, dann hast du gewonnen. Ja. Also, so. Also Leute, pusht euch beide. Drei. Wenn er trifft, hat er gewonnen. Ja, 3, 2, 1, go, fight! So, Baran Twente gegen RB Leipzig. Geht vorbei. Aber Simon. Und Atin. So, das heißt jetzt, Abudi kann nachziehen. Abudi kann nachziehen, muss nachziehen. Lego, weil wenn er jetzt nicht trifft, dann hat Baran gewonnen. Genau. Ihr könnt. 3, 2, 1, go! So. Ja, Ball. Abudi hat Abudi Druck. Rechts, rechts, cut. Und er macht ihn! Oh mein Gott! Er macht ihn! Finale. Oh mein Gott! Uiuiuiui. So, ich würde sagen, wir reden nicht viel, weil wir müssen gleich hier weg. Grande Finale. Es geht weiter, Männer. 3, 2, 1, go! Ja, der war eigentlich nicht schlimm, der war nicht schlimm. Der Pass war nicht schlimm, das muss man dazu sagen. Okay, und go. Let's go. Okay. So, Baran gegen Abudi. Aber schon sehr, sehr hart gestoßen. Oh. Da ging es um Sache. Aber 2009 gegen 2008 kann er sich da durchsetzen. Wenn er jetzt, wenn Abudi jetzt trifft, hat er gewonnen? Ja, wenn Abudi trifft, hat er gewonnen. Geht er vorbei? Oh, wir sind mal hier draußen! Was ist das für ein Battle? Mike, was hast du für einen Athleten da? Was hast du da für einen Athleten? Bro, Simeon ist krank. Das zeigt, dass wir ein gutes Scouting haben. Hey Leute, bitte, es ist so viel Arbeit hier, wirklich. Wir fahren hier hin nach Köln, machen, tun, laden Talente ein.
einen Monat Scouting für diese Videos. Also lasst bitte ein Like da, check auf Skill Academy ab, unten verlinkt. Video kommt auch nächste Woche. Und ja. Yes. Jetzt geht's ins Finale. 3, 2, 1, go! So, Baran, Twente. Hier geht's auch um Fitness. Der Zehner gegen links, den Flügel. Rechts vorbei. Baran. Aber Budi wieder zwischen. 3, 2, 1, und go! Finale. Oh. Baran gegen beide kämpfen. Budi. Das ist gefährlich. Oh, vernascht beide. Oh, der macht in den Winkel. Macht in den Winkel. Macht in den Winkel. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow. Oh mein Gott, was war das für ein Finale? Oh mein Gott. Baran, komm her, komm her. Applaus für Baran, Applaus, Applaus, Applaus. Alles gut, Bro, alles gut, alles gut. Das ist eine geile Leistung. Wie gut du bist, wirklich jeder. Das ist viel mehr wert. Alles gut, du bist ein Löwe, du bist ein Löwe. Alles gut, Bro. Kopf hoch, Bro. Nochmal Applaus hier, Applaus, Applaus, Applaus. Komm mal, nochmal Applaus. Boah, oh mein Gott, was haben wir für ein Battle gesehen? Das ist Emotion, das ist Leidenschaft. Zum Ende, es war so ein Stress. Erstmal vielen, vielen Dank an euch alle, die mitgemacht haben. Nochmal Applaus für euch alle. Gebt nochmal selber Applaus, Männer. Wirklich fantastisch, Jungs. Applaus wirklich an beide hier. Sehr, sehr crazy. So, bevor ich jetzt zu dem Gewinn komme, Baran, ganz kurz, wie war es für dich? Geil. Bock gemacht. Schade, dass ich verloren habe, aber ansonsten geil. Ja, Leute, ihr seht, das sind wahre Emotionen. Und ja, der Gewinner hier ist jetzt zu meiner Rechten. Abudi, wie war es für dich im Finale? Es war einfach anstrengend, krasser Gegner und das, was man erwartet hat, auch von hier. Und ich würde auf jeden Fall irgendwann wieder gegen ihn spielen wollen, gerne. Alright, hey, Bro, das sind auf jeden Fall deine 1000 Euro. Dankeschön. Wir geben nochmal Applaus für beide Kandidaten. Ja, Leute, das sind Emotionen, das ist Leidenschaft. Das ist Emotionen und Leidenschaft, Männer. Auf jeden Fall, Kopf und nochmal an Baran. Vielen, vielen Dank an Gregi. Ja. Gregi, gerne. Schön, dass du da warst. Danke auch fürs Mitscouten. Check gerne Skillers ab. Checkt unbedingt auch Mike Modern Goalkeeper ab. Die ganzen Jungs, die hier im Video waren, den Kameramann, vielen, vielen Dank. Leute, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. Ciao.